Und hallo und willkommen zurück zu Dark Heritage, Guardians of Hope, beziehungsweise Dunkles Erbe, Hüter der Hoffnung. Ich muss das nochmal korrigieren hier, weil ich das leider nicht korrekt gemacht habe. Ich brauche erstmal A. Das ist hier. Da muss ich zurück. Ein E brauche ich. Da muss ich nochmal zwei zurück für ein T. Dann muss ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zurückgehen. Auf ein H. Dann muss ich wieder auf ein E gehen. 1, 2, 3, hier. Dann muss ich jetzt auf das R gehen, hier unten. 1, 2, 3, 4, 5 geht nicht. Das ist ein Problem. Oder ich das andere E nehmen müssen? Ich glaube, ich muss da doch ein bisschen anders gucken. Warte mal. Ich weiß ja, wo ich hingehen muss. Ich muss erstmal nach rechts gehen. Hier. 1, 2, 3, 4. Das geht nicht. Da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss zwangsläufig 2 zurückgehen. T gibt's hier und nur hier. Das ist ja doof. Ein H gibt's nur hier. 1, 2, 3, 4, 5. Das geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geht hier. 1, 2, 3 wäre hier. Dann, da geht's nicht. 1, 2, 3 wäre das R hier wieder. Das ist ein Problem. Ich müsste das R haben. Das ist jetzt doof. Ich kann ja keine 1 nehmen. Ich muss eine 2 oder eine Dingens haben. 1, 2, 3, 4 geht nicht. Und 1 geht auch nicht. Komme ich da hin? Das muss ein I sein, ne? Das ist das Ding hier. Das muss ein I sein. Das ist jetzt echt doof. Ich komme da nicht hin. Wie mache ich denn das jetzt? Gibt es so ein anderes A hier? Ne, es gibt nur das A, ne? Das heißt, ich muss zwangsläufig hier hingehen. Okay. E haben wir 1, 2, 3, 4, da komme ich nicht hin, also muss ich zwangsläufig 2 zurückgehen. T gibt es nur das hier, muss ich zwangsläufig 2 zurückgehen. H gibt es nur hier, muss ich 7 zurückgehen. Also das kann ich schon mal nicht ändern. Ich kann jetzt das E oder das E nehmen. Problem in der ganzen Geschichte ist, ich sitze hier direkt neben dem R. Das I sitzt direkt neben dem R, außer hier. 1, 2, 3, 4. Das passt nicht. Wie komme ich denn da hin? 1, 2, 3, 4. Ich komme hier gar nicht hin. 1, 2, 3. Hier käme ich hin. 1, 2, 3, 4, 5. Geht nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das geht. Also 1, 2, 3 nach links. 7 nach links. 1, 2, 3 nach rechts. 1, ne, warte mal, nach hier komme ich dann. Ne, warte mal, muss ich hin dazu? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das geht nicht. 1, 2, 3. Ich muss zu dem hier. 1, 2, 3, 4. Geht nicht. Hm. 1, 2, 3 geht hier. 3 mit dem Uhrzeigersinn. 1, 2, 3. Ah, ne, hier. Geht auch noch mit dem Uhrzeigersinn. Okay, haben wir geschafft.
Die Auserwählte wird im Sternlicht die Erde vom Bösen klären. Okay. Und jetzt? Muss ich jetzt hin? Ich muss immer noch was erledigen hier, okay. Hier muss ich noch was ändern, aber ich kann das irgendwie nicht. Was stimmt mit dem Bild nicht? Ich muss die Bilder ändern. Die Säulen haben nämlich unterschiedliche Farben. Gut, die beiden sehen tatsächlich gleich aus, aber eigentlich sind sie das nicht. Das eine ist grün, das andere ist hellblau. Ich kann die Säulen hier aber nicht ändern. Ja, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt hin? Ich konnte hier nichts mehr machen jetzt, ne? Doch, hier ist noch was. Da geht's nicht weiter. Klicke auf die Steinfragmente, um sie zu drehen. Erstelle das richtige Bild zu jedem Element. Okay, was haben wir hier? Das ist Feuer, glaube ich. Ich muss jetzt mal rausfinden, was denn hier überhaupt Feuer ist. Das ist Erde. Das ist Wasser. Das könnte Feuer sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist Phönix, das ist Feuer. Die ist schon mal an. Das ist... Ich weiß gar nicht, was das für ein Fragment ist hier. Das müsste Wind sein. Okay, das war Wasser. Das hier, das müsste Erde sein. Okay. Und das müsste hier Wind sein. Okay. Die Sonne. Jetzt geht die Tür auf zum Altar. Aber ich habe ja noch nicht alles eingesammelt eigentlich, ne? Irgendwie irritiert mich das. Ich habe noch zwei Dinger nicht gefunden. Jetzt hier draußen. Ich kann hier aber nichts mehr machen, ne? Das irritiert mich irgendwie. Here you are, the one of pure heart. And you have the medallion with you. Only one with such a heart as yours can carry the medallion. You were the Grand Master's last resort, for he has no heart at all. That is why he summoned you. Now it's time for you to bow to your master. Bravo, bravo! Well done, my little straight-A student. But it took more than brains for you to succeed this time. I always suspected you were pure of heart. I am not, obviously. I needed you to fulfill my destiny. That's right, my dear. It's me. Surprised? Don't be. You see, I had everything. A reputation as a brilliant academic, and a wealthy estate. But that wasn't enough for me. I craved power. Now, thanks to your foolish trust in me, I will get it. The medallion will lead me to the Philosopher's Stone, and then I will be the most powerful man in the world. Nothing will stop me. You think of me as your beloved mentor. But know this, child, I will show you no mercy.
Give me the medallion now! Mhm. Was haben wir hier? Im Himmel sind nicht genügend Sterne zu sehen. Dreh die Ringe in die richtige Position. Ach du meine Güte. Oh, damit kann ich alles drehen. Dafür müsste ich ja erstmal wissen, wo ich... Ach du Scheibenkleister. Das ist schon mal korrekt. Okay, wo muss ich jetzt hin? So. Wo ist denn jetzt hier der richtige Ansatz? Okay. Großmeister besiegt. Das war jetzt aber komisch. Steige hinab ins Innere der Erde und du mögest den versteckten Stein finden. Ich hatte schon so eine Ahnung. Alle mysteriösen Schriftrollen gefunden, okay. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass der Großmeister dahinter stecken könnte, aber war mir nicht sicher. Beziehungsweise der Lehrer. Weil das war irgendwie komisch. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Star Wars, muss ich zugeben, aber naja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich das hier gerade noch sortiert kriege. Er strebte also nach Macht. Das Problem ist, das wollen viele. Das ist das Problem. Ist das das Einzige? Ich weiß ja nicht genau. Gibt es denn hier noch irgendwas anderes? Das sitzt noch nicht richtig. Jetzt ist es richtig. Warte mal, hier so rum. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Das könnte da passen. Nee, warte mal, das muss nach oben. Hier hin. Das kommt daran. Okay. Da habe ich noch ein Element gefunden. Siehste. Könnte ich hier noch was gucken? Nee, ne? Das war alles hier. Interessanter Raum, muss ich zugeben. Ich habe noch eine Kachel, die ich wo einsetzen muss? Ich weiß es gar nicht mehr. Gucken wir mal gerade. Was steht denn hier noch so Feines? Die Macht des Medaillons hat mich nicht enttäuscht. Ich konnte damit Professor Charles Bann über die Insel lösen. Ich habe das Passwort gefunden. Aetheris, das bedeutet Äther. Äther ist das fehlende fünfte Element. Es ist viel mächtiger als die anderen vier. Aetheris hat etwas mit dem Stein der Weisen zu tun. Wie konnte ich das nicht sehen? Solch Verrat, direkt vor meinen Augen. Der böse Meister ist mein Lehrer, mein geliebter Mentor. Was ist ihm zugestoßen? Was ist das nur, wie ist das nur möglich? Ich dachte, ich kenne dich, Professor Child. Tja, das ist halt immer so eine Frage. Ich habe jetzt noch eine Kachel hier. Wo muss ich die Kachel denn nochmal einsetzen? Hier und hier? Nee, ich habe hier auch noch was. Warte mal, ich gehe erstmal hier hin und setze das Teil an. Was kommt da hin? Jetzt fehlt nur noch Feuer. Das gibt es in der Vorstadt. Ich muss aber hier eigentlich auch noch rein. Hier. Die Feuerwache und das im Fußboden. Genau, hier. Ordne die Bilder so an, dass sie von links nach rechts eine Geschichte erzählen. Rübe wird eingebuddelt. Dann gegossen und dann kommt eine Blume raus.
Was ist das? Blume? Ne, ganz viele Blumen. Wird gepflückt. Gekauft. Und dann in die Vase gestellt. Ne, ist nicht korrekt. Viele Blumen. Geld bezahlen. Und dann die Blumen mit nach Hause nehmen. Okay. Und hier haben wir... keine Blume. Blume auf dem... frische Blume. Die Blume liegt dort. Und dann verwelkt die Blume. Ist nicht korrekt. Vielleicht frische Blume zuerst. Dann liegt die Blume da. Verwelkt. Und es bleibt nichts übrig. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Ein Statuenteil. Wo muss ich denn damit jetzt hin? Hier in die Vorstadt? Oh, hier kann ich was buddeln. Ein Handschuhraum. Jetzt geht das wieder ab hier. Ich würde sagen, das Wimmelbildspiel mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.